Hallo Leute, ihr seid auf dem Kanal Asreiter und zwar in Folge Nummer 13 von Transport Fever 2. Wir hatten letztes Mal hier geguckt nach der Straßenbahn, die hier gerade so schön vorbeifährt mit niemand drin, das ist ganz schlecht. Hier stehen auch 5. Achso, dann sind die vielleicht gerade mit dem Zug angekommen, der daneben wegfährt. Okay, das kann sein. Wir sind ein bisschen schnell unterwegs, ich mache mal nur auf Stufe 2 vielleicht. Und dann müssen wir weiter gucken. Wie viel stehen denn hier? 39 und 75. Ja, wir müssen überlegen, wie wir weiterkommen. Wir haben ja eine lukrative Tram jetzt gebaut, Straba. Und da müssen wir jetzt gucken, wie das weitergeht. Hier stehen 5 drauf. Und das ist hier oben. Das war noch die Linie 5, die über ist mit 9 Passagieren. Hier unten war auch noch ein Halt, aber da steht niemand. Da fährt aber keine Straba vorbei. Und hier ist ja, naja, müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Ne? Ist das hier mit Linie 5? Ja, da stehen 4er. Da müssen wir dann überlegen, wie das am Ende sich ausgeht. Okay, wir brauchten eigentlich ein bisschen Geld, um einen weiteren Zug zu haben. Das klappt aber nicht, weil wir jetzt schon wieder in den Miesen sind, wie wir hier gerade sehen. Aber auf Dauer müssen wir mal schauen, dass wir es hinkriegen, dass wir Geld zusammenkriegen. Der Alexander Daniel war das. Oh, wir müssen noch das Intro spielen, sehe ich gerade. Alexander Daniel, wir kommen gleich zu deinem Kommentar. Bis gleich. So, ja, der Alexander Daniel hatte mir geschrieben, dass ich hier irgendwo noch ein Depot hätte bauen sollen und dann wäre das auch alles viel besser gelaufen, weil die ja diesen weiten Anfahrtsweg haben und das sind dann Kosten, die entstehen, wo sie nichts einnehmen, was Geld kostet. Dafür hätte ich wahrscheinlich ein Depot bauen können, richtig. Jetzt ist nur die Frage, kann man das hier sehen, wenn man hier drauf geht? Das war ja dieses Depot hier, ne? Kann man hier irgendwo sehen, was das für Unterhaltskosten hat? Ne, ich glaube nicht, ne? Weil ich gehe ja davon aus, warte mal, wir müssten jetzt, ein neues Fahrzeug ist verfügbar, okay, das haben wir jetzt gerade verpasst. Wenn ich jetzt hier hingehe, nee, hier hingehe, Gebäude gehe und dann auf Straßenfahrzeugdepot gehe, dann sehe ich nicht. Da stehen nur die Kosten, wenn ich es baue, ne? Gibt es gar keine laufenden Kosten? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Das wäre ist ja interessant, ne? Hier steht nichts mit, keine Parameter. Vielleicht kostet das Depot nichts. Dann würde es natürlich Sinn machen, einzubauen. Da hat der Alexander total recht. Oder Alexander Daniel. Ich weiß nicht, ob das Vor- und Nachname ist. Keine Ahnung. Müssen wir gucken. Jetzt kommt hier gerade ein Zug an und der hat 89 Leute, die er da mitnehmen kann. Das passt schon mal, ne? Ja, da steigen ganz viele ein, ne? Aber so viele natürlich nicht. Aber wir haben 131.000, aber wir brauchen ganz viel Geld, um das fertig zu kriegen. Also das war eine Million, ne? Oder? Der Zug. Achso, die war hier die preußische BR89, preußische Preußisch T3, die war, glaube ich, die neue gerade eben, ne? Die kostet 787. Die kostet 728. Die fährt 50 km/h. Dann wäre noch interessant, ah, guck mal, es gibt nur noch den einen Anhänger, der fährt aber auch 50. Der hat wie viele Passagiere? 8. Ist schon ein Unterschied. Aber wenn ich den nehme, und den nehme ich bei einer Million und dann muss es noch mehr werden, ne? Können wir uns derzeit nicht leisten, denke ich mal. Wir hatten aber darüber nachgedacht, glaube ich, hier unten das anzuschließen, ne? Dass wir hier das Eisen transportieren könnten. Lass uns mal da gerade schauen. Dafür brauchen wir einen Bus-Tram-Station, nein, eine LKW-Station. Wenn wir die hier hinbauen. Da ist Bau nicht möglich, steht da. Und so, ach so, 80.000 kostet uns ja Spaß, okay. Das würde das ja auch noch abdecken. Okay, jetzt hätten wir diese 80.000 auf jeden Fall, ne? Hm.
könntest hier hinsetzen. Würde die Fahrtstrecke etwas kürzer machen, aber eigentlich mag ich das nicht. Ich denke mal, man sollte das hier oben bauen. Wenn ich das umdrehe, auf diese Seite setze, war günstig mit, oh, da war 81 Grad zu sehen. Oh, jetzt haben wir wieder kein Geld dafür. Okay, wenn ich das Geld aber habe, die andere Seite haben wir die Station schon. Ich könnte dann, müsste dann noch eine Kutsche kaufen dafür, ne? Dann würde das hier auch fahren. Plattform links, Plattform rechts, Länge 10 Meter, okay. Aber das Geld ist gerade knapp. Ich würde es aber gerne machen wollen. Ne, so ist schon am günstigsten 80.000. Wir müssen sie nur mal gerade zusammenkriegen, ne? Hoffentlich kommen wir gerade einen Zug irgendwo an, ne? Das wäre schon nicht schlecht. 23. Jetzt sind wir mit 22 im Minus. Die Einnahmenzahl da unten ist nicht so dolle. Autosave, okay. 6000 Miese. Jetzt müsste mal ein Zug irgendwo ankommen, dass das klappt, ne? Jetzt ist gerade Standbild auch doof, ne? Ja. 56 Miese. Ich glaube, ich höre einen Zug, oder? Der fährt jetzt hier unten gerade rein. Nein, kann nicht sein. Der ist ja da unten erst gewesen, glaube ich. Tja, wo sind sie denn? Der kommt von da und der kommt von hier. Okay, dann gibt es jetzt gleich Geld. Ideal wäre es natürlich, wenn von da unten der Zug dann hier hinfährt, das hier also abgibt und dann da weitergeht. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. 75, auch 92.000 Miese. Aber jetzt kommt der Zug an. 47 plus, das würde nicht reichen. Der müsste jetzt mal wegfahren. Ein neues Fahrzeug ist verfügbar. Okay, Abteilwagen. Der fährt 60. Ich würde gerne das jetzt mal wegmachen. Ich möchte mir das doch da oben angucken erstmal. Okay, da kann ich nicht so hin. Muss ich über den Wagenweg gehen und dann da. Und dann kann ich sehen, wie viel da fahren können. Oh, da gehen 11 rein. 60 ist natürlich schon schnell, ne? Und der fuhr 40. 50 ist das schnellste hier, naja. Aber wie gesagt, können wir uns gar nicht leisten zurzeit. 382.000 ist auch wieder eine Hausnummer, ne? Gut. Jetzt haben wir 24 Miese, jetzt fährt der andere erst rein. Und jetzt haben wir 161 plus. Was macht die Tram? Die hat 7 Fahrgäste, fährt mit 5.000 ins Plus. Was ist hier an den anderen Haltestellen? Ja, hier steht jetzt mal einer. Ne, sogar zwei. Stehen hier welche für die Linie 5? Ne, da nicht. Die fahren alle mit der anderen Linie. Dann sollten wir vielleicht hier den Halt rausnehmen. Auf Linie 5, ne? Linie verwalten. Schulweg löschen. Lass uns Schulweg nicht mehr anfahren. Das macht keinen Sinn. Gut, dann haben wir das. 125.000. 138, so, jetzt werden wir definitiv hier das bauen. Oh, war da gerade sogar 79.000? Ne, war wahrscheinlich 89, die ich da gesehen habe, ne? Oh, 8. Okay, dann nehmen wir hier die 78. Wo sind sie? Ich will die 78 wiedersehen.
Scheiße. Ah. Ein Pixel daneben und es geht nicht mehr. Und jetzt haben wir nicht genug Geld. Also, ich glaube, wir lassen das. Das macht keinen Sinn. Wir müssen irgendwo erst nochmal verbessern. Wir haben hier definitiv jetzt da noch von der Linie da was runtergenommen. Wie viel sind denn auf Linie 5 drauf? 3 Kutschen. Fahrzeuge verwalten. Schlecht, schlecht, mittelmäßig. Das kommt noch dazu, dass wir schlechte Zustände der Kutschen mittlerweile kriegen, ne? Hier kann ich jetzt aber nicht sehen, wie viel da drin sitzen. Guck, der ist auch noch schlecht geworden. Das heißt, hier macht es keinen Sinn, sondern es macht wahrscheinlich hier Sinn. Linie 5 ist diese. Ja, da brauche ich jetzt nicht draufklicken, das macht keinen Sinn. 6 von 12. Takt ist gut. Linie 2 ist eine Kutsche nur drauf, die fährt ziemlich viel miese ein. Linie 3 sind 4 Kutschen drauf, fahren auch miese ein. Wo ist denn Linie 3? Und Linie 9, okay, da unten, das war auch diese aus der weiten Entfernung. Aber da sind ja schon sogar hier so eine Dampfkutsche ist da drauf. Warte mal, wir machen erstmal Linie 3. Das ist hier vor Ort. Die uns nicht so viel bringt, ne? Linie 3 ist nix, steht keiner. Steht keiner. Und hier steht auch keiner. Und sind 4 Kutschen drauf. Details, sehr schlecht. Fahrzeug verwalten. Fahren die vielleicht auch nicht damit, weil die Kutschen zu alt sind? Kann das sein? Wenn ich das jetzt erneuere, kostet mich das was? 28 hätten wir jetzt. Ich erneuere die mal. Diese ist jetzt auch schon sehr schlecht, das Straßenfahrzeug 7. Kann ich die auch erneuern? Geld hätte ich dafür. Machen wir mal so, oder? Und die anderen beiden, da sitzt einer drinne. In Fahrzeug 9 sitzt niemand drinne. Kriegt jetzt eine andere Linie, und zwar die Linie 9 machen wir mal, weil die so eine weite Entfernung hat. Dann fährt er da erstmal da hinten hin. Hatten wir... Oh, jetzt sag nee, ich habe doch 2 hier ersetzt, oder? Jetzt hat er die falsche ersetzt. Auf Linie 9 gesetzt, kann das sein? Zack, wieder auf Linie 3 zurück. Du bleib mal schön hier, das war nämlich falsch. Straßenfahrzeug 7 war falsch. Wieso sind da jetzt so viele drauf? Da ist gar keiner mehr drauf. Das hat ja gut geklappt, oder? Oh. So, gut. 23. Ich muss diese Haken wahrscheinlich setzen, ne? Kann das sein? Ich fahre jetzt alle da ganz schnell da hinweg wahrscheinlich. Das ist ja voll doof. Da sitzt einer drin. Da sitzt auch einer drin. Da sitzt keiner drin. Ihr fahrt jetzt alle auf Linie 9. Zack. Ist hier noch einer drin? Nein. Der fährt auch jetzt auf Linie 9. Jetzt haben wir noch 2. Ah, die ist sogar voll besetzt jetzt. Die ist nicht mehr besetzt. So, du gehst auch auf Linie 9, damit wir da einfach ein paar erstmal drauf haben. Der Zustand von Zug 1 ist sehr schlecht, ja. Und er hat jetzt 4er. Hat er gerade vom Bahnhof geholt, ne? Jetzt stehen hier tatsächlich auch Leute, ne? Hat das damit zu tun? Da steht einer, aber hier steht keiner, ne?
Ja, müssen wir mal gucken. Straßenfahrzeug 3, sobald das leer ist, soll das dann auch woanders fahren, ne? Wo ist der denn jetzt? Da. Und wir stehen da, da stehen jetzt 7 für Linie 3. Also den müssen wir jetzt noch mal gerade haben, damit wir den tauschen können. Beziehungsweise den setzen wir auch auf Linie 9 dann erstmal. Hier unten, naja, da steht keiner. Wo ist der denn jetzt? Okay, der kommt da jetzt gleich an und mal gucken, ob er da welche, aber er wird da wahrscheinlich welche rauslassen, gehe ich von aus. Vielleicht sogar alle, ne? Weiß ich nicht. Stehen tut auf jeden Fall niemand. Jetzt kommt die Kutsche da gleich an. Da steht niemand und ich denke auch nicht, dass sich da noch einer hinstellt, ne? Was sind die schwarzen Wolken? Wird die Stadt kleiner? Ne, die fahren durch, die wollen alle dahin, okay. Dann. Ne, wächst wahrscheinlich, oder? Oder weiß ich jetzt nicht genau. Könnte Wachstum sein, könnte aber auch sein, dass es abgerissen ist, weiß ich nicht. Schwierig zu beurteilen. Auf jeden Fall haben wir gerade die Fahrzeuge modernisiert. Vielleicht hat das was gebracht, ne? Weiß ich nicht. Im Industrieviertel wird es auf jeden Fall besser. So, jetzt lass den dann mal ankommen. Wo ist die Kutsche? Okay, da vorne ist die Haltestelle. Und ich will hoffen, dass da jetzt nur welche aussteigen. Nein, es steigt auch einer ein. Super. Komm, dann lass das so. Dann machen wir das nicht. Wir haben 184.000 plus. Wir haben hier immer noch keine Stationen hingebaut. Wann kommt ein Zug wo an, damit er Geld bringt? Der fährt gerade weg. Und der fährt auch gerade weg. Das heißt, die 138.000 sind unsere Standardgelder. Da ist Geld drauf. Da ist auch Geld drauf. Im Rückweg eher weniger. Und hier stehen Waren ohne Ende, ne? Ja, weiß ich auch noch nicht. Der fährt jetzt auf Linie 9, genau, das passt alles soweit, können wir so lassen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was wir da tun. Jetzt können wir es zum Beispiel nicht mehr kaufen. Es ist nicht gut. Nein, lass es. Wir müssen auch noch den Zug da gucken, ne? Ich weiß aber nicht, welche Linie der war. Sehr schlecht. Aber den kann ich nicht ersetzen, oder? Ersetze gewählte Fahrzeuge. 243 Tonnen, das kann ich mir nicht leisten. Das Geld kriege ich nie zusammen, deswegen, der muss erst mit sehr schlecht weiterfahren. Ich krieg das nicht zusammen. Oder wir nehmen Kredit auf. Aber da sind nur noch eine halbe Million wahrscheinlich drin. Dann haben wir 10 Millionen Miese, das bringt uns nicht weiter. Die Zinsen müssen runter eigentlich.
Aber wir kriegen auch keine 500.000 zurzeit zusammen. Das ist unser Problem. Das heißt, wir müssen mehr mit Industrie machen, damit wir mehr Geld kriegen, schätze ich mal, oder? Und da kommt ein Schiff noch rein, auch sehr schön. Aber das hat man alles abgerissen, naja. Komm, wir machen jetzt hier Geld hin. Wenn er da jetzt unten ankommt, kommt er jetzt gleich. Jetzt ist er da, jetzt baue ich das. Und jetzt brauche ich ein Fahrzeug, was hier unten startet. Fahrzeug kaufen, den hier. Kaufen wir. Das gibt eine neue Linie. Und die startet von da nach da. Und das passt soweit. Und Linie 12, fährt da jetzt schon einer drauf? Muss ja, ne? Ja. Fahrzeug verwalten können wir dann noch machen. Und kopieren. Also einen machen wir noch drauf. So, und jetzt müssen wir gucken, dass das Geld zusammenkommt. Da stehen jetzt auch schon... Oh. Ja, läuft und läuft und läuft. Nachfrage riesengroß nach hier oben, ne? Ja, dann werden wir jetzt gucken, dass wir hier dann das Ding ins Eisenerz hinkriegen, ne? Das war Eisenerz, oder? Ja. Produktion 200, Transport, ja. Im Lager haben sie 170 Kohle, aber kein Eisenerz. Und das müssen wir da jetzt hinkriegen. Und dann müssen wir weiterschauen. Ich würde sagen, wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.